Ja, und somit herzlich willkommen zurück zu Cyberpunk 2077. Wir sind immer noch auf dem Weg, irgendwie zu finden, wo die Leiche von Dix lag. Oder liegen könnte. Es könnte sein, dass das die Straße war. Lass mich kurz schauen. Nee. Hier oben war es zumindest nicht. Okay, da unten war es, okay. Das heißt also, wir sind von hier oben gekommen. Dann sollte ja auch irgendwo die Müllhalde sein, wo Dex liegen sollte. Ich denke mal eher auf der rechten Seite. Aber hier sieht es halt nicht so müllhaltig aus. Das Gebiet Laguna Bend. Ich glaube, wir sind hier falsch. Sieht mir ein bisschen mehr wüstig aus. Lass mal kurz schauen. Muss wahrscheinlich irgendwo hier drüben sein. Als Wüste, Solarkraftanlagen. Da wird es wahrscheinlich nicht sein. Der Radiosender ist ziemlich nice. No! Bremsen. Ich glaube, wir könnten hier noch einen Auftrag annehmen, den wir natürlich nicht unbedingt jetzt machen müssen. Aber wir könnten ihn annehmen. Und mal kurz einen Blick über die Stadt erhaschen. Sieht jetzt nicht so nice aus. Ich muss die andere Mod installieren. Ich muss das kurz notieren. Könnt mal kurz hier runterschauen. So, ich muss das kurz mal aufschreiben, weil die andere Mod ist, glaube ich, viel besser. Wer bist du? El Capitan. Why El Capitan? The people, they're grateful. They show me respect because I put them first. Wow, a true altruist. Corpo world's a disease. Power's gotta get back in the hands of the people. And we'll do it. You'll see. How's biz? I don't care for the word biz. I call it work. Hard work. Honest work. And I can't complain. Tell me about Santo Domingo. A lot of people tried to get a foothold here. Corpos, gangs. None of them made it. But real people live here in Arroyo and Rancho Coronado. Can't pull the wool over their eyes. Okay. We are the blood and guts of this city. Okay, danke für die Info. Aber was mache ich jetzt mit dem Typen?
Keine Zugehörigkeit, Reyes. Was ist das? Abgeschlossene Aufträge. Okay. Ich komme später nochmal vorbei. Ich weiß gerade nicht, was ich damit anfangen soll. Wie gesagt, ich habe einen Auftrag, ich möchte den machen. Und einfach auch mal kurz ein bisschen die Map nochmal anschauen. Ich möchte mich sowieso in diesem Durchgang, in diesem Anfang des Let's Plays ein bisschen mehr Zeit lassen und Dinge mehr anschauen. Und versuchen wirklich alles halt mitzunehmen, dass was geht. Okay, hier drüben sieht es schon viel besser aus. Vielleicht da unten? Reinladen sieht so beschissen aus. Ich muss das echt ändern. Ich brauche die andere Mod. Vorher war das nie so der Fall. Ich wollte mal da drüben schauen. Das sah so ein bisschen so aus, ob das dieser Punkt sein könnte. Haben da natürlich das beste Auto für solche Offroad-Wege genommen. Ja. Na gut, Wege kann man das ja auch nicht nennen. So sehe. Ich steig mal aus. Ich glaube, zu Fuß sind wir da besser unterwegs. Ja, ich glaube doch nicht, dass das hier war. Also hier bestimmt nicht. Es gab ja vor allem gab es ja einen Weg dazu. Ups. Oder da hinten. Vielleicht da oder da hinten. Oder hier. Jetzt muss ich bloß versuchen, irgendwie wieder da rauszukommen mit dem Auto. ja. Gut. Das Spiel kommt gar nicht hinterher mit dem Laden. Ich weiß nicht, wieso das gerade so mega schlimm ist. Ich weiß, ich habe ein paar Mods installiert und Grafik und so weiter, aber eigentlich soll das gehen. Sieht's auch, ich habe meistens so 90-100 FPS. Ich brauche ein Offroad-Auto auf jeden Fall. Also das kann mir... der andere gerne andrehen. Also... wird das nix? Vielleicht einfach mit Vollgas da durch. Gibt's einen Weg? Lass mal schauen. Vielleicht finden wir es ja. Vielleicht würde man auch später mal dazu kommen. Das letzte Mal, als ich gespielt habe, die Story, ist beim anderen Anfang, ging es zumindest nie so weit, dass ich ihn finden konnte.
schau mal hier hin. Das sieht gut aus. Nice, da haben wir ihn ja. Dex, die Kleine. Miese. Peter. My man, Dex Deshawn. How's that quiet life working out for you now, Chum? Ja, ja, Johnny. Ich weiß auch nicht, was der Typ sich dabei dachte. Plan B. Das ist was für eine Waffe? Eine Powerpistole? Würde ich doch einfach mal ausrüsten. Okay, nice. Das war eigentlich schon alles, was ich machen wollte. Dexter Deshawn. Kleiner Mistkerl. Oh, wait, what? Die Waffe schießt mit... Die Wahrscheinlichkeit, dass Kugeln Bluten auslösen, ist größer. Handyman. Die Waffe schießt mit Eddies? Sehe ich das richtig? Ja. Okay, ich glaube, ich rüste die doch nicht aus. Da sind mir die Eddies zu wertvoll. Aber mit Dying Light könnte man ausrüsten. Schaden. Die Lizzie macht zwar mehr Schaden. Ikonische Waffen. Okay. Gibt es hier sonst noch was? Nee. Naja gut, wir haben das erreicht, was ich wollte. Von daher voller Erfolg. Gibt es bestimmt noch mehr Leichen auf diesem riesigen Müllhalde. Der Schrottplatz. Zum Beispiel, wenn man hier nach drüben fährt. Was gibt's hier denn? Lass mal schauen. Ich weiß nicht, gibt es hier Gegner? Ich speichere mal kurz. Zumindest ziemlich ruhig hier. Ein bisschen Money gibt es auch. Da geht es nicht rein. Ist mir scheint. Und da drüben. Und da kann man Junk verkaufen, glaube ich. Okay, gewaltsam öffnen kann ich nicht. Shit weather, eh? Klau mir da mal ein paar Sachen, ne? What a beautiful dump you've got here. Fuck you. Okay. Selling anything interesting? That depends on what you interested in. Zeig mal hier. Schallplatte. Bloß Junk. Bloß Junk.
Danke für nix. Okay, da kommt man komischerweise nicht rein. Ich nehme mal kurz das Motorrad. Und irgendwo konnte man doch hier noch ein Fahrzeug kaufen. Vielleicht gibt's ja was Schönes für uns. Oder habe ich das nur gemeint? So, ne, man kauft ja gar nicht mehr. Man kauft die bloß übers Internet. Ah doch. Autofixer Terminal. Und NCPD-Auftrag, also Überfall im Gange. Bereich. Speichern mal kurz. Man, I can't hear you. Wait. Oh, you mean him? Honestly, I don't know. Yeah, sure, go ahead, try. Aha. Leise. Okay, da kommt niemand raus. Die Tür geht auch nicht auf. Might as well take a look. Leise. Ich versuch's leise zu machen. Who's there? Einfach paar Assassin-Skills wieder zu. Erhalten. Oh. Okay, doch nicht. Don't like this. Das kann man nicht überlassen. Alles rückverfolgbar, das ist ein bisschen doof. Same old bullshit. Seine Waffe liegt noch da. Okay, reinschleichen wird, glaube ich, schwierig. Okay.
Kirche lassen, mal eine Tankstelle explodieren. Vielleicht geht einer raus und schaut sich die Tankstelle an und dann kann ich die andere in die Luft jagen. Okay, interessiert ihn Scheiß? Ich glaube, das war's. Ich habe aus Versehen die falsche Taste gedrückt. Shit! Thanks, Stranger. That was a close one. Oh ja, du sagst es. Ein archiviertes Gespräch: Merlin Onorati und Logan Smith. Dritter Motor diesen Monat. Es kann kein Zufall sein. Hast du den gefunden? Ey, wo hast du aufgetankt? Was hat das damit zu tun? Sag's mir einfach. Der Kerl bei der Deponie. Kontrollier mal seinen Treibstoff. Könnte gestreckt sein. Okay, sind da. Fuck, der Idiot hat sofort zugegeben. Tja. Wir bleiben hier und lassen es an seinen nichts ahnenden Kunden aus. Endlich mal eine gute Idee. Tja, tja, tja. Versuch war's wert, aber ihr habt nichts erreicht. Atemkomponente und Gespräch. Okay, das ist das gleiche. Komischerweise. So, jetzt wollte ich da mal schauen, was gibt's denn hier zu kaufen? Autofixer. Archer. Javelin. Quattra. Irgendwas Offroadiges wäre nice. Der hat sogar Waffen. UFO, Rayfeld. Ja, der sieht nicht ganz so offroadig aus. Und alle anderen muss man vorher irgendwie freischalten. Der würde noch gehen, 25.000. Das ist ein Pickup. Ja, jetzt gerade nicht. Can you talk? It is important. What's important? I may have found a solution to the problem we share. I have established a contact with an old friend from Arasaka. He's here in Night City now. He's well connected to certain influential people. Old friend. Well connected to the influential. Why so mysterious? Get to the point. I told you once I would explore options, knock on many doors. There will be a meeting. You, me, and this friend of mine. You will tell him what you told me. The truth of events at Konpeki Plaza. I have little hope that he will be convinced. But it will be a start. Of all people, you ought to know Night City tests everyone's reliability, even that of old friends. Sure about this guy? Trust him? Many times we have had the opportunity to kill one another. Yes, I trust him.
Fine. Where's the meet and when? Japantown. After sunset. I am sending you the precise location. I'll see you there. Das ging schneller als erwartet. Ich wollte mal gerade fragen, konnte man es immer schon machen? Also auch die Motorhaube auf tun, öffnen? Solches Auto wäre noch nice. Hat mich Takemura einfach unterbrochen beim Shopping. Ich wollte gerade einkaufen. Welche war es denn? Ich glaube den Thornton. Thornton Colby CX410 Butte. Das perfekte Auto, um alte Teppiche zur Müllkippe zu fahren. Oder deine Chums zu einem letzten Badeausflug in der Bucht. Wenn das nach deinem Wochenendprogramm klingt, wirst du mit diesem Auto glücklich. Kleine Anmerkung. Wenn du ein Maler bist und aus irgendwelchen Gründen immer rote Farbe verschüttest, eine Mischung aus halb Wasser und halb Essig funktioniert super bei diesem Auto. Danach riecht es zwar wie ein Gurkenglas, aber Bullen werden ja glücklicherweise bloß Donuts angezogen, nicht von Gewürzgurken. Denn kaufe ich mir mal, der hat ein bisschen mehr Bodenfreiheit und sieht ganz okay aus. Fahrzeug gekauft. Kein bewaffnetes Fahrzeug. Bewaffnete Fahrzeuge. Manche Autos sind mit verschiedenen Waffen wie Maschinengewehren oder Raketenwürfen ausgestattet. Alle zum Schießen gedrückt und standardmäßig werden Gegner automatisch erfasst. Im Menü Einstellungen kannst du diese Option ändern. Drücke Alt, um die Waffen zu wechseln. Halte manuell zielen. Drücke F. Huhuhu! So ein Auto ist auch nice. Dem könnte man sehr viel anstellen. Okay, sorry, ich wollte bloß die Waffen wegstecken. Naja gut, ich würde sagen, das war's schon wieder. Von Cyberpunk 2077. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Tschüss. Buddy, I got you. In 2077, they voted my city the worst place to live in America. Main issues? Sky-high rate of violence and more people living below the poverty line than anywhere else.
Welcome to the next generation of open world adventure. Immerse yourself in Cyberpunk 2077. Samurai, we have a city to burn.